Heute gibt es bei mir ein super leckeres Quarkdessert mit frischen Erdbeeren. Die Zutaten für dieses leckere Dessert sind folgende: ca. 500 Gramm Erdbeeren, 400 Gramm Quark, 100 Gramm Naturjoghurt, 100 Milliliter Schlagsahne, 1 Esslöffel Vanillezucker, 4 Esslöffel Zucker und 1 Spritzer Zitronensaft. Beginnen werde ich mit den Erdbeeren. Die habe ich jetzt bereits schon gewaschen und geputzt. Und jetzt nehme ich mir ca. 1/3 der Erdbeeren mit 2 Esslöffel vom Zucker und püriere das Ganze zu einem Erdbeerpüree. Das Erdbeerpüree stelle ich dann erstmal beiseite und schneide die restlichen Erdbeeren in Scheiben. Die Erdbeerscheiben stelle ich dann ebenfalls kurz beiseite. Jetzt verrühre ich den Quark mit dem Naturjoghurt, Vanillezucker, dem übrigen Zucker und dem Zitronensaft. Schlage ich dann steif. Und hebe sie unter den Quark. Erdbeerscheiben nehme ich jetzt etwa die Hälfte und gebe sie ebenfalls unter den Quark. Jetzt ist alles soweit vorbereitet, um das leckere Dessert anzurichten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und einen guten Appetit!